herzlich willkommen. Ich habe jetzt am Wochenende, gestern habe ich wieder Reste in Rosa, das ist ganz zart rosa, ich würde mehr sagen Puder von Drops gefunden. Und da wollte ich aus den Resten Socken stricken für meine Enkelin. So sieht das aus. Ich habe mir ganz, ganz kleine Muster ausgedacht. Vielleicht gefällt es euch und dann kannst du das natürlich auch für deine Projekte verwenden. Das ist ein Muster, den ich gedacht habe, man kann das Muster auch für andere Projekte, nicht nur in Runden stricken. Falls euch das interessiert und falls du das gut findest, ich habe angefangen mit, auf jede Stricknadel habe ich 10 Maschen. Und dann habe ich, insgesamt sind das 40 Maschen. Und angefangen habe ich mit glatt rechts, weil ich wollte hier kein Bündchen stricken. Kein gewöhnliches Bündchen, sondern ich wollte, dass das sich hier rollt. Dann habe ich hier, glaube ich, 11 oder 12 Reihen. 12. Warte mal, ich habe hier den Zettel, siehst du? 40 Maschen angeschlagen, 11 Reihen glatt rechts gestrickt. Das heißt, das habe ich 11 Mal gestrickt, glatt rechts. Und dann habe ich hier 7 Reihen. Eine rechte, eine linke, aber die rechten Maschen habe ich verschränkt gestrickt. Das heißt von hinten. Linke Masche ganz normal, die rechte Masche habe ich verschränkt gestrickt. Und dann habe ich angefangen mit dem Muster, mit dem ersten Muster. Ganz kleine Skizze habe ich mir hier gemacht und zwar, die erste Reihe strickst du nur rechte Maschen. Die zweite Reihe strickst du nur rechte Maschen, weil wir in Runden stricken. Falls du jetzt in Reihen strickst, strickst du die zweite, die vierte, so wie die Maschen erscheinen. Dann erscheinen die als linke Maschen. Dann die fünfte Reihe haben wir eine links, Umschlag 3 zusammen, Umschlag eine links. Und du wiederholst die. Dann die sechste Reihe sowie die achte und die zehnte strickst du links, rechts von vorne, rechts, rechts, links. Wenn du jetzt in Runden, in Reihen strickst, Entschuldigung, dann strickst du so wie die Maschen erscheinen. Die erste Masche erscheint als rechte Masche, Umschläge strickst du nach links, die drei zusammen strickst du nach links, Umschlag nach links und die linke wieder erscheint als rechte Masche. Ich würde euch das nicht in Reihen zeigen, weil das hat, wie gesagt, ich habe mir das so ausgedacht, sieht ganz toll aus, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nicht gedacht, als ich das Muster so mir ausgedacht habe, dass das so gut aussehen würde. Du kannst das auch nach hier für Stulpen benutzen, verwenden, wie du das möchtest. Wir würden jetzt zusammen ein Rapport stricken. Wir haben Maschenzahl teilbar durch 5. Also nochmal. Durch 5. Falls die 5 dir nicht gefällt, weil das nicht teilbar ist, richtig so wie du das möchtest, kannst du 4 nehmen. Aber dann hast du nicht hier die 2 linken Maschen. Nur eine. Das wäre ein bisschen schmaler hier. Das heißt, du kannst dann 4 Maschen nehmen und dann wiederholst du die Rapports. Nach oben haben wir 10 Reihen oder 10 Runden. Wir stricken die erste Runde und die erste Runde, obwohl hier erscheint von der letzten Runde linke Masche, die stricken wir nach rechts. Das heißt, die erste Runde stricken wir alle Maschen nach rechts. Hier erscheinen wieder 2 links, die stricken wir nach rechts. Ich habe hier Maschenzahl teilbar durch 5 genommen, deswegen habe ich auf jede Stricknadel 10 Maschen und das ist das Optimale für meine Enkelin. Mehr brauche ich nicht. Die zweite Stricknadel, die strickst du natürlich auch
alle Maschen nach rechts und so weiter und so weiter. Bei mir sind das insgesamt glatt rechts 4 Reihen oder 4 Runden. Wie du siehst auf der Skizze, die Skizze kannst du dir wie jedes Mal wieder abschreiben. Die ist ganz klein, deswegen habe ich auch so kleine Zettel genommen. So, und das Ganze strickst du, bis du wieder hier am Anfang bist. Nur rechte Maschen. Die zweite Runde, sowie die dritte und die vierte strickst du auch alle Maschen nach rechts. Das ist vor dem Ajourmuster. Auch hier kannst du, ich habe erst gedacht, vielleicht stricke ich nicht 4 Runden, nur rechte Maschen, sondern 6 Runden. Dann wäre dieser Abstand zwischen einem Ajour und dem zweiten wäre ein bisschen größer. Aber dann hier habe ich gedacht, das kann ich machen, wenn ich diese Muster zum Beispiel für meine Füße verwende. Für kleine Füße ist das besser, wenn das nicht so großer Abstand ist. So, und jetzt die zweite Runde, die dritte und die vierte Runde strickst du alle Maschen nach rechts. Und ich komme wieder zu euch, wenn wir mit dem ersten Rapport von unserem Ajour beginnen. Die fünfte Runde. Jetzt fangen wir an mit dem Ajour. Und als erste haben wir linke Masche. Dann kommt ein Umschlag. Und dann haben wir 3 Maschen zusammen. Ich habe hier die mittlere oben drauf. Ich zeige euch die zweite Version. Viele kennen das von mir, dass ich normalerweise die 2 ersten hebe, dann die erste von den 2 auf die linke Stricknadel von hinten wieder nehme und die hier in der Luft hängt, liege ich vorne und jetzt erst stricke ich die 3 Maschen zusammen verschränkt. Dann liegt die mittlere oben drauf. Dann kommt ein Umschlag und wieder eine Masche links. Zweites Rapport, eine links, ein Umschlag. Und jetzt, wenn das für euch einfacher wäre als die erste Version, kannst du die aus den 3 Maschen musst du jetzt zusammenstricken. Das heißt, die ersten 2 kannst du auf die von der linke auf die rechte Stricknadel nehmen, aber schau mal, du schiebst nicht die Stricknadel verschränkt oder so hebst du die nicht, sondern hier von linke Seite zu rechte Seite. Und jetzt ziehst du die linke Stricknadel raus. Die nächste Masche, die strickst du nach rechts. Und jetzt liegt die mittlere oben drauf. Jetzt nimmst du die 2 gehobene und ziehst über die eine gestrickte. Jetzt hast du die gerade Linie, das heißt, die mittlere liegt oben auf den Maschen. Dann machst du einen Umschlag und eine links. Ich zeige euch das noch ein paar Mal. Ich glaube, das ist bessere Methode für euch, für die von euch, die wirklich Anfänger sind. Jetzt die zweite Stricknadel. Die erste Masche ist die linke Masche. Dann kommt ein Umschlag. Und wieder die 2 nächsten Maschen, die 3 müssen zusammengestrickt werden. Das heißt, die 2 ersten heben, die nächste rechts stricken, verliere deinen Umschlag nicht, die nächste rechts stricken, so, und die 2 gehobene Maschen über die eine gestrickte ziehen. Fertig. Die mittlere liegt oben drauf. Ein Umschlag und wieder eine Masche links. Und noch ein Rapport, eine links,
ein Umschlag, zwei Maschen heben. Das ist wichtig, dass du die von der Seite hebst. Die dritte Masche rechts stricken und jetzt die zwei gehobene Maschen über die eine gestrickte ziehen. Ein Umschlag und eine links. Und du wiederholst deine Rapports auf allen vier Stricknadeln und wir sehen uns bei der sechsten Runde wieder. Wir haben jetzt die sechste Reihe und da möchte ich euch zeigen, schau mal, wir haben hier die erste Masche, Moment, das war die linke Masche in der fünften Runde. Die zweite, das war ein Umschlag. Und schau mal, nicht, dass du so die hast jetzt, die sind zum Beispiel, die ziehen sich nach hinten, siehst du, und du strickst die hier von unten. Nein, du musst die hier richtig, die müssen richtig liegen. Schau mal, jetzt ist das richtig. Die erste ist die linke Masche. Siehst du? Und die zweite ist unser Umschlag von der fünften Runde. Und den Umschlag stricken wir nach rechts, aber von vorne. Wenn du jetzt in Reihen strickst, strickst du die linke Masche nach rechts, weil die erscheint dir nach rechts, und die Umschläge strickst du dann nach links, in Reihen. Dann den stricken wir hier nach rechts, die drei zusammen, was wir gestrickt haben, stricken wir nach rechts, unser Umschlag wieder nach rechts. Hier hast du eine linke Masche und die strickst du in Runden nach links, die nächste nach links, hier kommt ein Umschlag nach rechts, die drei, die du zusammengestrickt hast, nach rechts, Umschlag nach rechts und die letzte nach links. Die nächste Stricknadel, sowas ist nur am Anfang, dass das so komisch hier aussieht, du weißt nicht vielleicht, welche du, wo du stechen musst. Schau mal hier, ich hoffe, das ist gut zu sehen. Warte mal. Siehst du, die liegt irgendwie komisch da, die Masche und der Umschlag. Du musst das so mit den stinkenden Finger so nach vorne schieben. Dann liegt das richtig. Linke und Umschlag. Das heißt, die erste ist nach links, Umschlag nach rechts, die drei, die du zusammengestrickt nach rechts, Umschlag nach rechts, links, nächster Rapport, links, Umschlag nach rechts, die du zusammengestrickt hast nach rechts, die strickst du in Reihen nach links natürlich und nach links. Und das Ganze wiederholen wir auf allen vier Stricknadeln. Dann kommst du zur siebten Reihe. Da hast du als erste eine links, dann wieder ein Umschlag, zwei Maschen heben, die dritte Masche rechts stricken und die zwei gehobene über die eine gestrickte ziehen. Wenn du nach hier guckst, hast du hier gerade eine Linie. Wenn du jetzt die drei zusammen zum Beispiel verschränkt stricken machst, dann hast du, die Masche biegt sich in die linke Richtung. Wenn du die von vorne strickst, biegt sie sich in der rechte Richtung. Und so hast du die gerade eine schöne Linie hier. Nach den mittleren drei Maschen machst du wieder einen Umschlag und eine Masche links. Und zweites Rapport mache ich noch mit euch. Eine Masche links, ein Umschlag, zwei Maschen heben, die dritte Masche nach rechts stricken. Und die zwei gehobenen Maschen
über die eine gestrickte ziehen. Ein Umschlag und eine links. Und das Ganze wiederholst du auf deinen vier Stricknadeln. Und wie ich euch schon gezeigt habe und gesagt habe, das machen wir ganze dreimal. Die zehnte Reihe oder die zehnte Runde strickst du wieder, so wie die Maschen erscheinen. Und dann fängst du die elfte wieder von der ersten. Ich glaube, ich brauche euch nichts mehr dazu zu sagen. Das ist, wie du siehst, es ist wirklich sehr, sehr einfach. Strick nur die, denk bitte nur dran, dass du die Maschen strickst in Runden, wie die Maschen erscheinen. Also, wenn du hier rechte hast, dann strickst du in zweite, vierte auch rechts und so weiter. Wenn du in fünfter Runde, ich rede über Runden, linke hast, dann strickst du die in der sechste rechts, links, Entschuldigung, und so weiter und so weiter. Das musst du da achten auf sowas. Und wenn du in Reihen strickst, natürlich so wie die Maschen erscheinen. Das war's, meine Lieben. Schreib dir diese kleine Muster auf, wenn dir das gefällt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag ohne Frost mehr nachts. Ich möchte das nicht mehr. Es ist kalt bei uns. Die Sonne scheint, aber es ist kalt. Einen schönen Tag. Bleib bitte gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eure Mira.